Ja, hi, ich grüße euch. Es geht mal wieder hier um diesen SDR Play Clone. Und da ist ja die Frage, ist das jetzt von den Chinesen geklaut oder nicht, ne? Da gab es Zweifel. Ich habe dann gestern Abend direkt zu SDR Play hingeschrieben und sie gebeten, das also aufzuklären, wie die Lage denn nun eigentlich ist. Und hier habe ich jetzt das übrigens auf HDSDR auch zum Laufen gebracht. Es war für mich nicht ganz klar, wo jetzt diese RSP1 DLL zu finden ist, diese XT-IO. Die war versteckt in einem Installationspaket, aber gut, also es funktioniert jetzt. Aber das Problem ist folgendes, also rein rechtlich gesehen, die haben jetzt folgendes geantwortet, ne? Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Alle Klone unserer Produkte nutzen gestohlenes geistiges Design-Eigentum und werden ohne unsere Genehmigung hergestellt und verkauft. Darüber hinaus ist die Nutzung jeglicher unserer Software, einschließlich des Hardware-Treibers, also der, den ich jetzt gerade benutze sozusagen, der API und der Anwendungssoftware, also SDR Uno, mit nicht originaler SDR Play Hardware im Rahmen der Lizenzbedingungen ausdrücklich untersagt. Was viele Menschen nicht verstehen, ist, dass SDR Uno zwar kostenlos erhältlich ist, der Hardware-Treiber und die API jedoch Teil des kommerziellen Produkts sind, das ein Kunde zusammen mit der Hardware kauft, sodass die Verwendung dieser Elemente Software-Piraterie darstellt. Mit freundlichen Grüßen. Ja, dann ist die Lage jetzt ja klar und das heißt, ich werde die Kiste wieder zurückschicken und ich denke, ich werde die ganzen Videos, die ich aufgenommen habe, auch löschen, weil das kann ich ja auch nicht unterstützen, ne? Weil denn, also ich würde ja unterstützen, dass sich Leute unwissentlich oder jetzt vielleicht wissentlich strafbar machen. Das ist natürlich nicht okay. Ja, in diesem Sinne war es das schon. Jetzt haben wir halt Klarheit, was diese chinesischen Geräte angeht. Und ja, meiner geht heute zurück. Und ja, ich fahre eh zur Post, dann kann ich den gleich da wieder abgeben. Alles klar. Ja, das sind so Sachen, nicht? Die Chinesen haben da scheinbar überhaupt keine Bedenken und bedienen sich überall in der Welt und produzieren gerne Sachen, wofür sie gar keinen Entwicklungsaufwand hatten halt, ne? Alles klar, in diesem Sinne, dann wünsche ich euch alles Gute. Wir hatten gestern Sperrmüll, der wird heute abgeholt. Das ist echt so eine Erleichterung, ne? Dieses ganze Gerümpel mal loszuwerden, ne? Alles klar, macht's gut, bleibt schön gesund und bis bald.